Sähe einen Gedanken und ernte eine Tat. Sähe eine Tat und ernte eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Sähe einen Charakter und ernte ein Schicksal. Finde ich ziemlich interessant, die Sätze, weil sie auf was hindeuten. Und zwar auf das, dass wir dadurch, dass wir Gewohnheiten etablieren, unser Schicksal formen können, sozusagen. Die meisten Menschen leben ja in einer Art Geisteszustand, wo sie denken, ja, ich muss in eine positive Situation hineingeboren sein oder ich muss Glück im Leben haben und anderen geht's besser und mir geht's nicht gut. Also die suchen also die Ursachen für ihr eigenes Unglücklichsein im Außen und in den Umständen, in denen sie leben. Sie geben sozusagen die Macht ab und lassen sich von den äußeren Umständen kontrollieren und sagen sich somit, ich habe keine Macht, das zu ändern, weil es eben außerhalb von mir stattfindet und nicht in mir. Und wenn wir aber verstehen, dass man bereits mit einem Gedanken, der in eine Gewohnheit übergeht, sein Schicksal auf Dauer formen kann, dass es die kleinen Dinge sind, dass es nicht der Lottogewinn ist, den man gewinnt und dann plötzlich alles besser ist, sondern dass es die kleinen Dinge sind, die jeder täglich tun kann, um sein Schicksal zu ändern. Denn wenn man Gedanken sät und auch mehr positive Gedanken sät, dann habe ich schon mal in anderen Videos gesagt, dann wird der selektive Fokus auf die positiven Dinge gelenkt und man zieht diese positiven Dinge an. Und da unsere Wahrnehmung sowieso enorm subjektiv ist, es gibt keine Realität. Wir nehmen gewisse Dinge wahr, es gibt Strahlungen, Schwingungen, Farben, die wir gar nicht wahrnehmen. Also erstens, objektiv nehmen wir viele Dinge gar nicht wahr und dann selektieren wir nochmal durch unser Weltbild und durch unsere Gedanken. Das heißt nicht nur, dass wir zum Beispiel keine UV-Strahlung sehen können, als Beispiel, das ist nicht möglich, weil es physiologisch bereits rausselektiert wird, selektieren wir viele Dinge, die wir wahrnehmen können, durch unseren Gedankenstrom und durch unser Weltbild und durch unsere Erziehung hinaus. Und wenn wir lernen, mit sinnvollen und konstruktiven Gedanken eine Gewohnheit zu kreieren und daraus eben ein Charakter und ein Schicksal zu kreieren, dann können wir unser ganzes Leben ändern in der Hinsicht, zum Positiven. Auch wenn es nur die Anschauung ist, wie wir Dinge bewerten. Es müssen nicht unbedingt die äußeren Dinge sich dann stark verändern im Laufe der Zeit. Das wird wahrscheinlich automatisch kommen. Aber selbst wenn nicht, nehmen wir die Dinge, die wir haben und so wie wir sind in diesem Moment, anders war, wir bewerten das als sozusagen komplett anders. Und das ist so wichtig. Und wichtig ist auch, ich habe schon mal über mentale Masturbation gesprochen, dass wir solche Gedanken, die wir haben, nicht unbedingt dann wieder verwerfen, sondern dass wenn wir erkannt haben, was für uns richtig und wichtig ist, dass wir es in eine Gewohnheit umwandeln. Und eine Gewohnheit heißt, egal wie ich mich fühle, ich weiß, dass diese Gewohnheit mich zu einem Ziel bringt, wo ich hinstrebe, was eine Wahrheit in mir, ich spüre da eine Wahrheit in mir, ich spüre etwas Tiefergehendes, eine tiefergehende Motivation. Wenn wir wissen, dass diese Gewohnheit uns dahin bringt, die aus einem Gedanken entstanden ist, dann müssen wir diese Gewohnheit konsequent verfolgen und nicht sagen, oh, jetzt fühle ich mich aber nicht danach, jetzt lasse ich es sein. Wichtig zu wissen ist nämlich auch, dass die Gefühle nur eine Reflexion unseres Weltbildes und unserer Gedanken sind. Das heißt, wenn wir gelernt haben oder wenn wir denken, so und so funktioniert etwas, löst das schlechte Gefühle in uns aus. Das heißt aber nicht, dass es so richtig ist, sondern es ist nur, dass wir gelernt haben, dass es so sein muss. Unser Verstand glaubt daran und erzeugt die Gefühle im Körper dann. Meistens sind es diese oberflächlichen Gefühle, wo wir dann denken, oh, jetzt habe ich aber keine Lust, ich kann das nicht und so weiter. Wichtig ist, wenn wir in einem spirituellen Moment sind, jeder kennt das von uns, wenn er nicht gestresst ist, wenn er sich tiefenentspannt fühlt, wenn er die Natur genießen kann, wenn er plötzlich ohne Gedanken ist, in solchen Zuständen haben wir Verbindungen zu unserem Tieferen. Und in diesen Zuständen können wir erkennen, was richtig für uns ist. Also welcher Gedanke echt ist und welcher Gedanke unecht ist und welche Gewohnheit richtig und wichtig für uns ist. Und in diesen Momenten notieren wir uns unsere Gewohnheit und diese Gewohnheit, daran bleiben wir. Also zumindest einen Monat lang ziehen wir diese Gewohnheit durch, um diese Gewohnheit zu etablieren. Also
um das quasi zu festigen. Und wenn man dann nach 30 Tagen merkt, okay, es war wohl doch kein echter Gedanke, kann man immer noch sagen, ich passe das Ganze ein bisschen an. Aber nicht in einer gestressten Situation, nicht von den Medien diktieren lassen, wovor man Angst haben muss, zum Beispiel vor den Flüchtlingen jetzt oder vor irgendwelchen Vergewaltigern. Also bitte, bitte nicht in einem Zustand dieser äußeren Stimulation, diese Entscheidungen treffen, was ich jetzt tue, welche Gewohnheit ich etablieren will, sondern in Momenten tiefgehenden Friedens und einer tiefen Stille im Verstand kommen diese Dinge impulshaft hoch. Und daraus aus diesen Gedanken eine Gewohnheit machen, also ein bisschen Struktur reinbringen und erkennen, dass die Gefühle, die uns von diesen Gewohnheiten nach 3-4 Tagen wieder wegziehen wollen, wir rationalisieren uns das dann schön. Also unser Gefühl sagt uns, nein, oh, keine Lust jetzt. Und unser Verstand rationalisiert es sich dann schön, indem er sagt, ja, das ist doch nicht so wichtig für mich. Eigentlich kann ich es doch ohne die Gewohnheit zu was bringen oder weiterkommen im Leben. Das ist die Rationalisierung. Erkennen, diese zwei Dinge erkennen und trotzdem dranbleiben. Daraus quasi einen Charakter, daraus formt sich automatisch der Charakter. Und aus dem Charakter formt sich automatisch das Schicksal und ob wir glücklich im Sterbebett liegen und auf ein glückliches, erfülltes Leben zurückblicken, wo wir geben konnten, ohne immer haben zu wollen, ohne von äußeren Stimulationen abhängig zu sein, wo wir unser Innerstes, Vollständiges bereits erkannt haben und danach leben, von innen nach außen und nicht von außen nach innen. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.